Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Wir waschen uns hier im Meer oder am Meer, am See, am Fluss, was auch immer. Haben in der letzten Folge angefangen mit dieser Primal, Primitive, was auch immer Challenge, wo wir wirklich mit Null angefangen haben. Und wir haben mittlerweile ja ein bisschen was zusammengecraftet. Natürlich auf eigene Faust, eigene Schuhe, eigene Axten, Messer. Wir haben uns Schüsseln gecraftet, wo wir Wasser abgekocht haben. Also wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben überlebt. Es ist noch Tag 1. Also der Tag ist noch nicht vorbei. Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich zu überleben. Vielleicht sogar eine eigene Hütte zu bauen. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. So, wir sind gewaschen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter gucken, ob wir ein bisschen was Nahrungsmittellastiges finden. Also wir brauchen unbedingt Beeren. Pilze bin ich so ein bisschen... sind die... Oh mein Gott, okay. Okay, da sind schon mal 3 Zombies. Das ist gefährlich. Haben wir denn irgendwie eine Waffe? Ich will meine Axt, ehrlich gesagt, nicht verschwenden. Wir nehmen mal unser Messer. Ansonsten könnte es jetzt schon Ende mit uns nehmen. Oh mein Gott. Oh, 3 auf einmal, sehr geil. Drei auf einmal geschubst, das ist sehr, sehr gut. Okay, die haben wir erledigt. Mal gucken, wir könnten ja eigentlich schon mal die Kleidung zerreißen und wir bekommen sogar Lederstreifen. Lederstreifen könnten uns auch nützlich sein. Wir haben uns gerade gewaschen, jetzt sind wir wieder blutig. Tolle Wurst. Meine Güte. Wir zerreißen alles, was wir haben. Und vielleicht sollten wir schon mal anfangen, uns ein Backpack zu craften. Ich muss mal schauen, was wir... Ich glaube, wir brauchen Rope, brauchen wir Bindfaden. Müssen wir mal gucken. Ich gucke mal gleich in den Crafting-Rezepten. Small Rope heißt das Ganze. Können wir mit Straw oder Bark Stripes machen? Bark Stripes kriegen wir, glaube ich, mit durch Reisig, glaube ich. Da haben wir nur 9. Ja, genau. Müssen wir mal gucken. Es wird aber langsam dunkel, wir sehen es. Wir sollten vielleicht nicht mehr allzu lange unterwegs sein. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen was zu essen finden. Ich glaube, wir haben... hier ist ein Stock, sehr gut. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oder ein Ast, oh mein Gott. Alter Schwede, enge Kiste. Sehr geil. So, Jeansstreifen können wir hier zerreißen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Ast auf jeden Fall auch. Und jetzt sind wir schwer beladen. Wir haben Nahrungssuche, kriegen wir immer wieder einen Multiplikator, beziehungsweise aufgelevelt, das ist gut. Es wird dunkel. Ich glaube, wir sollten im Dunkeln, da können wir sowieso diesen Suchmodus nicht voll oder effizient nutzen. So, Backpack. Gekochte Termiten könnten wir theoretisch noch essen. Es kommen immer mehr Zombies, das ist ja nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, das war aber sehr gut. Sparen wir unser Messer. Machen wir hier lieber mit dem Fuß weiter. Okay, wir könnten Basilikum wild essen. Machen wir einmal. Ja, Termiten hebe ich mir auf. Die sind eh gekocht. Die sollten ein bisschen halten. Fresh Straw. Wir könnten natürlich Gras entfernen, weil wir mit Straw können wir ja diese Ropes machen. Deshalb entfernen wir mal hier so ein bisschen Gras. Da kriegen wir ganz viel Straw. Ihr seht's. Beziehungsweise Stroh. Können wir ja fix machen, solange wir noch nicht müde sind. Vielleicht kriegen wir es ja hin, ein Backpack zu craften. Ich glaube, anderes Zeug, so Käfer oder so, finde ich nicht, wenn ich Gräser, glaube ich, entferne. So, Straw. Jetzt können wir hier einen Rope machen. Machen wir mal fix. Und jetzt brauchen wir nur noch Bark. Wie kriegen wir am besten Bark her? Bark. Aus Ästen oder Reisig? Ich glaube, Reisig ist, glaube ich... Ja, kriegt man eher, ne? Wir entfernen mal hier die Büsche. Da kriegen wir auf jeden Fall auch Reisig her. Ich glaube, die Äste sind aktuell wichtiger. Ja, dauert ziemlich lange, das alles aufzunehmen. Was? Mehr war hier nicht? Wir haben noch... Ach so, er hat schon alles aufgenommen, ne?
Okay. Machen wir einmal kurz den. Wie viel können wir denn? Bugs, Ripes. Wie viel haben wir? Reisig, 11. Machen wir mal. Wie viel brauchen wir denn für ein Backpack? Ich weiß es nicht. Bugs, Ripe. Make Twines. Nein, brauchen wir nicht. Bugs, Ripe. Wie viel haben wir denn jetzt? 7. Backpack. Da brauchen wir. Ach, wir brauchen sogar noch 5. Ah, wir haben genug Bugs. Wir brauchen Reisig. Haben wir. Schade, zu wenig. Wir brauchen 2 Ropes brauchen wir. Okay, also wir brauchen noch viel mehr Straw. Oder können wir noch. Ne, wir können noch einen Rope machen. Sehr gut. So, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch mit einem Reisig könnten wir jetzt ein Backpack machen. Allerdings haben wir kein Reisig mehr. Da haben wir eins zu viel weggenommen. Okay, ich würde sagen, wir lassen mal das angebohrte Brett hier auf dem Boden. Das platzieren wir mal hier so. Frisch unbekannte Beere. Ah, wir sind jetzt noch nicht hungrig. Die Pilze hauen wir weg. Ganz ehrlich, das ist mir zu unsicher. Den auch. Aber die Beeren essen wir. Ich glaube, die Beeren sollten hoffentlich halten. Veilchen. Wir können Veilchen essen, okay. Machen wir mal. Und dann sollten wir schlafen gehen. Das erste Mal, erster Tag ist überlebt. Oder haben wir überlebt. Und ich hoffe, wir wachen. Es ist kühl, verdammt. Ich hoffe, wir wachen nicht. Ja, es ist hell, das ist gut. Und es uns ist kühl. Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Wir machen aus Lederstreifen hier so ein. Ein Skirt können wir machen oder das hier? Machen wir denn am besten? Machen wir mal das hier. Gucken, was das ist. Lion Cot. Anziehen. Oh ja, das ist gut. Ich weiß nicht, aber uns ist immer noch kühl. Verdammt. Was ist, wenn wir jetzt so ein Skirt noch dazu machen? Können wir das dazu noch tragen? Anziehen. Oh, ach, der trägt das drunter oder was? Ah, ich kann nur eins von beiden tragen, verdammt. Ah, okay. Weißt du was, dann ziehen wir das hier mal an. Und das hier zerreißen wir wieder. Kriegen wir wieder Lederstreifen vermutlich, ne? Okay, wir sind schwer beladen. Wir sollten dringend jetzt ein Backpack craften, damit wir mehr schleppen können. Deswegen hacken wir diesen Busch hier einmal weg und dann sollte es klappen. So. Reisig, am Aufnehmen. Make Primitive Backpack, jawohl. Es klappt tatsächlich. Und wir haben unseren Backpack, wunderbar. Können wir auf den Rücken tragen und dann hauen wir hier erstmal vieles rein. Vielleicht mit das meiste, ne? Dann sollten wir aktuell nur recht schwer beladen sein. Sehr gut. Ich glaube, die Schüssel mit Wasser müssen wir im Inventar lassen. Damit der da raus was trinkt. Aber wir sind immer noch schwer beladen. Ja klar, wir haben ja sehr viel, was wir gerade mit uns schleppen. Okay, wir sollten nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir sollten vielleicht eher jetzt mal gucken, dass wir Nahrung finden. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Ast, den nehmen wir mit. Ah, wir sind sehr schwer beladen. Bevor wir weitergehen, nicht wenn wir hier uns irgendwie den Rücken brechen oder was auch immer, packen wir mal alles hier so, wir platzieren das mal alles hier. Ich glaube, die ein Ast. Great Quarter Stuff. Was ist das denn? Okay. Barkstripe. Okay. Platzieren wir mal alles hier so. Alles auf dem Boden lassen. Was wir nicht brauchen. Dauert ziemlich lange. Holy shit. Okay, was haben wir noch Schweres? So ein Stein. Können wir auf den Boden packen. Schüssel mit Wasser. Weißt du was? Die Schüsseln. Eine zumindest. Packen wir mal hier, weil die sind auch relativ schwer. Die andere behalten wir. Oder haben wir jetzt beide? Ne, wir haben eine. Wo ist die andere? Ah, hier, okay. Die ist auch noch voll, das ist gut. Die gekochte Termite essen wir mal. Und Thymian essen wir auch. Die sind halt immer noch schwer beladen, ne? Warum? Die ganze Lederstreifen und so. Können wir uns irgendwie... So eine Crafting-Box wäre ganz gut, ne? Unglücklich. Wir packen diese Sachen mal... auf den Boden einfach. Komm, wir müssen
Ja, machen wir einfach. Wir müssen irgendwie Gewicht von uns nehmen. Ich will aber nicht alles weglassen. Barkstripe, die Äste. Wir haben noch sehr viele Äste. Die sind wahrscheinlich schwer. Die hauen wir mal hier hin. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, jetzt geht's. Wir lassen alles so. Es ist zwar sehr unsortiert, aber mein Gott, ist halt so. Wir brauchen, wie gesagt, unbedingt Nahrung. Hier ist noch ein Ast. Äste sind auf jeden Fall wichtig. Die nehme ich mit. Wir rüsten mal eher unser Messer aus. Und dann können wir vielleicht auch bald anfangen. Ja, irgendwie so ein Shelter zu bauen, ne? Irgendwie so ein eigenes Häuschen. Das ist dann, glaube ich, so das endgültige Ziel, wenn wir unsere eigenen vier Wände gecraftet haben, gebaut haben. Okay, wir sind wieder ein bisschen hungrig. Aber wir warten erstmal, wir warten. Wir sind nur ein wenig hungrig. Wir sollten das noch nicht zu sehr ausreizen. Hier ist Straw und ist das ein Log? Nee, ich dachte, das wäre hier so ein Holzstamm, den wir mitnehmen könnten. Ohne unsere Axt zu verschwenden, um Bäume zu fällen. So, hier ist noch ein Stein. Steine sind auch immens wichtig. Und wir sind durstig. Trinken wir mal hier was aus der Glasschüssel. Glasschüssel, aus der Schüssel mit Wasser. Wir könnten natürlich auch fischen. Wir könnten uns einen Speer craften und fischen. Das Problem ist, mit einem Speer zu fischen dauert so, so lange und das lohnt sich gar nicht, weil du dann erst in 2-3 Stunden einen Fisch fängst und das ist halt einfach nicht effizient. Ist halt schade, ne? Weil ich das gerne machen würde, aber ja. Wir bleiben mal hier so ein bisschen an der Küste, so in der Nähe. Küste, ich weiß nicht, ob es eine Küste ist, aber so am Fluss oder am See, am Meer. Es sieht aber ganz gut aus. Wir überleben. Wir sind zwar immer wieder hungrig, durstig, aber das ist normal, weil wir hier halt nicht so viele Nahrungsquellen haben. Und ich finde hier auch irgendwie kaum Bären. Man könnte natürlich Pilze, aber bei Pilzen habe ich immer so ein bisschen die Angst, dass ich mich vergifte. Bitte irgendwelche Termiten. Was ist das? Thymian. Sehr geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Da hinten kommt schon der nächste Zombie. Zwei, okay. Oh Mann. Sehr gut. Ja, wenn ich die zwei auf einmal dann schubse, das ist immer sehr gut. So, make sheets. Was bringt uns Sheets? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nicht einfach so dumm loscraften. Deswegen lasse ich das erstmal. Nehmen den Suchmodus wieder auf und schauen, was wir hier finden können. Hier oben ist auch noch was. Könnten wieder Steine sein. Jawohl, sehr gut. Und wir sollten uns bald wieder auf den Weg zurück machen. Vielleicht dann wieder so ein bisschen Wasser abkochen. Ein paar Bäume fällen. Schon mal vielleicht anfangen, die ersten Strukturen zu bauen. Da brauchen wir aber auf jeden Fall, glaube ich, eine Säge und einen Hammer. Aber wir sollten jetzt genug haben. Deswegen mache ich mich mal auf den Weg zurück, aber so ein bisschen tiefer in den Wald hinein, weil hier haben wir noch nicht durchgelootet. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was. Oh shit, oh shit. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Oh, gefährlich, gefährlich. Oh shit. Mein Messer hält noch ein bisschen. Geht gleich kaputt. Okay, die haben wir erledigt. Okay, wo sind die anderen? Kann sein, dass sie mich irgendwie... Ja, da unten. Ja, da. Ich sollte die erledigen. Die sollen mir nicht folgen. Okay. Sehr gut. Nein, bleib liegen. Sehr gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Ihr merkt, es ist nicht einfach, weil halt auch einfach die Zombies immer im Weg sind. Was heißt im Weg? Also die nerven halt, ne? Okay, Suchmodus wieder aktivieren, weil hier war irgendwas in der Nähe. Ja, wahrscheinlich ein Stein, ne? Ja, Termiten, eine Grille. Wunderbar. Grille ist, glaube ich, sehr
nahrungshaltig. Gerne mehr von den Insekten. Auch wenn es eklig klingt. Ich mache mich aber wieder auf den Weg zurück. Damit wir das Ganze alles immer abkochen können. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein bisschen was. Es sind sehr, sehr viele Zombies hier im Umlauf. Da oben war auch noch einer. Hier unten auch. Die hören natürlich, wenn ich kämpfe. Deswegen sollte ich dem Kampf eigentlich eher aus dem Weg gehen. Okay, weiter geht's. Geh mal hier runter. Tiefer Wald. Ja, wieder eine Grille. Sehr geil. Das können wir alles abkochen. Muss ich mal gucken, wo ich bin. Ich glaube, ich bin schon zu weit gegangen, ne? Ich glaube, ich... Oh, schaut euch mal da hinten, wie viele Zombies da sind. Oh nein. Ich hoffe... Können die rüberkommen? Ich glaube nicht, ne? Ist die Frage... Ja, ich muss hier runter. Ich laufe mal ein bisschen. Ja, wobei, vielleicht können wir... Hier noch weiter gucken. Hier ist auf jeden Fall noch was. Noch ein Stein. Nehmen wir mit. Können wir alles auf jeden Fall gebrauchen. Und hier unten müsste eigentlich gleich mein Zelt kommen. Scheiße, wir bluten. Verdammt, wir haben uns geschnitten. Ah, deswegen ist es gefährlich zu laufen. Wir haben keine Racks, verdammt. Wir haben keine Racks. Scheiße, wir hätten uns welche mitnehmen sollen, zur Not. Aber da unten sind, ist schon unsere Base, deswegen haben wir nochmal Glück gehabt. Okay, so, jetzt können wir einmal die Stofffetzen nutzen, um uns zu verbandagieren. Okay, das war, glaube ich, eine relativ erfolgreiche Loot-Tour. Ich glaube, das war okay. Wie viel haben wir denn noch hier drin? Hier ist nichts mehr drin. Deswegen füllen wir die hier einmal auf. Und wir waschen uns gleich. Und platzieren. Ne, wir packen das erstmal in unser Backpack. Passt das nicht mehr. Okay. Wir packen erstmal die ganzen Äste wieder hier hin. Alles weg, was wir nicht brauchen. Wir haben sehr, sehr viele Äste. Vielleicht können wir schon mal ein bisschen was craften. Wir craften auf jeden Fall. Was wir brauchen, ist ein Hammer. Make Chipstone 9. Ein Hammer, 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 Hammer. Sollten wir eigentlich craften können mit einem Stein und einem Ast? Pfahl, nein, nein, nein. Hammer, wie kann man denn einen Hammer? Steinhammer? Mit Ast und Stein haben wir doch. Oder müssen wir das im Inventar haben? Stein haben wir und Ast. Sollte doch funktionieren. Wieso können wir den Hammer nicht herstellen? Ach so, und Bindfaden brauchen wir. Aber haben wir auch. Eigentlich sollten wir... Alles haben. Ah, jetzt Steinhammer. Perfekt. Ein Steinhammer brauchen wir auf jeden Fall. Das craften wir schon mal. Wir sind sehr, sehr hungrig. Sollten langsam was essen. Huh, okay, okay. Oh nein, haben wir es jetzt gecraftet? Nein, haben wir nicht. Okay, dann nochmal. Steinhammer craften. Jetzt haben wir es. Okay. Sehr gut. Wir sind hungrig. Wir essen mal ein bisschen von den... Ungekochte Grille, nein. Thymian. Können wir eigentlich den Stroh auch essen? Könnten wir auch essen, macht uns aber unglücklich. Deswegen essen wir es erstmal nicht. Und wir sind jetzt durstig. Dann nehmen wir mal hier die andere Schüssel mit Wasser auf. Kann er daraus was trinken? Okay, ich würde sagen, ich mache hier an der Stelle mal einen Cut. Sag danke fürs Zuschauen, wir haben viel geschafft. Und in der nächsten Folge kochen wir so ein bisschen was ab. Bleiben vielleicht hier, craften vielleicht schon mal die ersten Wände für die eigenen vier Wände, so sage ich mal. Und dann gehen wir ja dem Endsport zu, sage ich mal, ne? Dass wir dann wirklich das Ziel erreichen, unsere eigenen. Also es wird noch lange dauern, wenn wir denn so weit kommen. Es kann natürlich sein, dass wir mit der Zeit keine Nahrung mehr finden. Aber ja, das sehen wir dann in den nächsten Folgen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.